Wir wollen uns jetzt mal ansehen, wie man das Handwerk am schnellsten bzw. am effizientesten levelt. Am Beispiel des Rüstungsschmiedes, wobei der Beruf im Grunde eigentlich fast egal ist. Das ist bei allen Berufen ähnlich. Der erste Schritt, wenn man die Station gefunden hat, ist sich zu vergewissern, dass man ausreichend Material hat, dass man nicht viel dazu kaufen muss. Das heißt, man muss in der Welt immer schön rumlaufen und alles einsammeln, was man hat. Sonst wird es einfach zu teuer. Wenn man das parallel macht, das Leveln und das Craften, kann das natürlich nicht funktionieren, dass man gleich die ganze Bank voll hat. Aber dann sollte man zumindest für den aktuellen Level immer genug Materialien dabei haben. An jeder Station steht auch so ein Ausbilder, den wir zuerst ansprechen und uns dann zum jeweiligen Beruf ausbilden lassen. Wir kriegen dann sofort ein paar Rezepte in die Hand gedrückt und können die uns jetzt an der Station auch mal ansehen. Gelb bedeutet dabei, dass wenn ich das Rezept jetzt herstellen würde, würde es am meisten XP bringen. Rot kann ich noch nicht herstellen. Weiß gibt keine EP und so ein gräulich-bläulich gibt nur noch wenig XP. Der erste Schritt, wenn man einen neuen Level anfängt, ist immer die Rohstoffe zu veredeln. Also Juteballen in Jutereste in Ballen zu verwandeln oder Erze in Barren. Für die Herstellung von Bronze braucht man noch Kohle. Die verkauft einem der Ausbilder direkt. Man sollte allerdings nicht immer sofort alles veredeln, weil manchmal braucht man zum Beispiel das Eisen sowohl für die Herstellung von Bronze als auch für Eisenbarren, dass man da ein bisschen aufpasst, dass man nicht gleich alles weghaut. Bei den Rezepten ist das so, dass man im Grunde von den Handwerkskomponenten immer zwei braucht und dazu noch eine Insignie. Hier ist es zum Beispiel Kettenbeinkleid Futter und Kettenbeinkleid Leiste. Ist eigentlich immer relativ ersichtlich, was da zusammengehört. Man kann sich natürlich vorher auch anschauen, was am teuersten ist, also was die meisten Rohstoffe verbraucht, was die wenigsten Rohstoffe verbraucht und dann bei der Herstellung darauf achten, dass man möglichst wenig Rohstoffe verbraucht. Die wichtigste Regel ist, nicht unbedingt herzustellen, sondern vor allen Dingen Rezepte zu erfinden, weil man dadurch noch einen XP-Bonus bekommt. Wir stellen daher also im Grunde von jedem Gegenstand nicht mehr als einen her. Deswegen stellen wir, nachdem wir unsere Rohstoffe veredelt haben, erstmal nur 4-5 Insignien her. Die Anzahl kann man hier unten in dem kleinen Wähler einstellen. Und bauen dann die entsprechenden Komponenten. Manchmal gibt es Komponenten, die für mehrere Teile geeignet sind, zum Beispiel einen Holzstab, den man dann in einer Axt oder in einem Speer verwenden kann. Da muss man mal sich die übrigen Rezepte anschauen und gucken, welcher Stab passt eigentlich für welchen Gegenstand. Aber hier ist es relativ einfach. So haben wir jetzt von allem eins hergestellt, geht es in den Erfindungsmodus. Da kann man alle Gegenstände sehen, die man in der Bank und in der Sammelbank hat. Wir schieben jetzt einfach unsere Teile rein. Und haben jetzt unser erstes Rezept entdeckt. Wie man gesehen hat, gibt es dafür 100% Bonus bei den XP. Deswegen auf jeden Fall erfinden, nicht herstellen. Das verballert einfach zu viele Rohstoffe. Man kann jedes Rezept natürlich auch nur ein einziges Mal erfinden. Hat man das einmal erfunden, hat man das in seiner Rezeptdatenbank und kann es nicht nochmal herstellen. Deswegen, nicht nochmal erfinden. Deswegen möglichst viele unterschiedliche Dinge produzieren. Überflüssige Gegenstände kann man in der Regel eigentlich gut beim Auktionshaus verkaufen. Denkt an die 15% Verlust. Aber in der Regel kriegt man zumindest sein Geld wieder raus, wenn man mal zu viel hergestellt hat. Wir versuchen jetzt den Level 25 zu erreichen und stellen solange erstmal mal verschiedene Rezepte her.
Man sieht, die Rezepte unterscheiden sich alle eigentlich auch nur wirklich durch die Insignie. Die Handwerkskomponenten könnten im Grunde immer gleich sein. So, jetzt haben wir unser Level 25 erreicht und haben damit neue Insignienrezepte bekommen. Die Insignien sind das, was den Gegenständen tatsächlich auch die Werte verleiht. Man kann sich bei den unterschiedlichen Insignien angucken, was dabei steht. Hier die gibt Zähigkeit, Präzision, Heilkraft. Die haben wir zuerst hergestellt, das ist Vitalität. Und wenn wir uns jetzt die hergestellten Gegenstände ansehen, da ist ebenfalls die Vitalität drauf. Also die Insignien geben den Gegenständen ihre Werte. Wenn man mal zu wenig Gegenstände hat, kann man in den Rezepten einfach mit rechts klicken und sagen, mehr im Handelsposten kaufen. Und kommt dann direkt zum Handelsposten, zu dem jeweiligen Produkt. Wobei man aufpassen sollte, manchmal lohnt es sich, die Insignien direkt zu kaufen statt der Zutaten, weil die einfach billiger sind. Alle 75 Level verarbeitet man neue Produkte. Wir machen jetzt gerade Jute und Bronze. Ab Level 75 ist dann Eisen dran. Alle 25 Level gibt es aber neue Insignien, die wiederum mehr XP bringen. Das heißt, man achtet darauf, dass man immer nur 25 Level weiterkommt und stellt dann die aktuellen Rezepte her. Man kommt damit natürlich nur bis Level 375 und dann braucht man neue Rezepte. Die gibt es hier beim Händler. Für Karma zu kaufen. Wenn man sich das anguckt, ganz unten, das sind die Gegenstände, die Rezepte, die exotische Gegenstände herstellen, die man ab Level 400 bauen kann. Da drüber, die für 672 Karma, das sind die, die man ab Stufe 375 bauen kann. Und damit kann man halt die Level von 375 bis 400 abschließen. Da braucht man nicht unbedingt alle. Da nimmt man ein oder zwei, wenn man es nur leveln will und nicht herstellen möchte. Und dann sollte man eigentlich schon das Level 400 erreicht haben. Ich mache das Ganze immer recht gerne in Löwenstein, weil hier alle Berufe oder Berufsstationen relativ nah beisammen sind. Und wenn man auch mal was nachkaufen muss, das Auktionshaus ist auch direkt in der Nähe. Eigentlich ganz praktisch. Dann noch zu den Besonderheiten bei manchen anderen Berufen. Der Juwelier hat sowas wie Insignien nicht. Da sind das die Edelsteine, die er verwendet. Und das können relativ viele sein. Es kann also auch ratsam sein, sich da mal in der Datenbank, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, schlau zu machen. Hier sieht man die Handwerkskomponenten. Da kann man sich auch in den bereits vorhandenen Rezepten schlau machen, was ergibt. Hier sieht man zum Beispiel Band und Rahmen ergibt zusammen Ring, zusammen mit dem Kiesel. Diesen Kiesel könnte man beispielsweise mit dem Filigran auch erst veredeln, bevor man ihn dann so zusammenfügt und bekommt dann einen höherwertigen Ring heraus. Den Konstrukteur kann man im Grunde ähnlich leveln, nur dass er noch eine Besonderheit hat. Der kann die Tränke herstellen, die bei bestimmten Spezies besondere Widerstandskräfte hervorrufen und besonderen Schaden. Auch hier sind die Rezepte nicht unbedingt selbsterklärend. Auch die sollte man dann in der Datenbank nachschlagen. Sonst sucht man sich tot im Forschungsmodus. Beim Koch ist es noch ganz extremer. Hier kann man die Rezepte kaum noch nachvollziehen. Die Zutaten gibt es auch nicht alle beim Händler, sondern man muss sie auf der ganzen Welt zusammensammeln. Bei den Herzquestgebern, wenn man die Herzquests erfüllt hat, kann man da auch noch Produkte kaufen für Karma, die man zum Kochen unbedingt braucht. Und die Ketten sind relativ verwirrend. Also man muss Dinge zusammenbauen, die wiederum aus unterschiedlichen Dingen zusammengebaut sind. Bei uns auf der Homepage gibt es einen Link zur Item-Datenbank von Curse. Wir haben hier auch einen Link zum Wiki, in der man finden kann, welcher Herzhändler welche Kochzutaten verkauft. So, jetzt gucken wir bei den Rezepten beim Koch nach und sortieren das abfallend nach dem Skill-Level und können uns dann hier die Rezepte einzeln angucken, die es gibt, und dann nachkochen im Grunde.
Auch hier gilt, wir erfinden nur, wir stellen nicht her. Hier kann man sich das nochmal angucken. Hier das Bild aus Fleisch und Brot hergestellt. Brot wiederum selber wird noch aus was anderem hergestellt. Man sieht hier bei den Base-Items, was man eigentlich alles zusammen braucht. Wenn man auf das Brot klickt, sieht man, aus was das Brot hergestellt wird, wenn man hier auf Created From klickt. Das sind dann die einzelnen Zutaten für das Brot. Wenn man das Brot hat, kann man dann wieder zurückgehen und zusammen mit dem Fleisch dann den Hamburger herstellen. Auch wenn man jetzt nach den Trankrezepten sucht, klickt man hier oben auf Konstrukteur und benutzt hier den Filter. Wir stellen dann ein, dass wir nur die Tränke haben wollen. Geben bei Minimum Recipe Level 400 ein, das sind dann die höchsten Tränke. Und werfen den Filter schon mal an. Jetzt sehen wir hier viele verschiedene Tränke. Die blauen sind die, die uns eigentlich noch interessieren, deswegen stellen wir hier noch die Rarität ein. Und zwar die richtige. Und haben dann alle entsprechenden Tränke aufgelistet. Auch interessant ist natürlich, wenn man eine Waffe sucht, beziehungsweise ein Rezept für eine Waffe. Und vielleicht den Beruf auch nicht selber hat, sondern die Rohstoffe jemandem zuschicken möchte. Dann sucht man sich erstmal den Waffenschmied heraus. Macht dann die Einstellung, dass man eine exotische Waffe haben möchte. Gibt den Typ der Waffe an. Setzt das minimale Rezeptlevel wieder auf 400, um dann die besten Klamotten zu bekommen. Und klickt schon mal auf Suchen. Dann bekommt man eine Liste, in dem viele verschiedene Rezepte drin sind. Und man stellt dann schnell fest, dass man nur die Pearl-Dinger haben möchte, weil die anderen einfach zu teuer sind. Und kann dann hier oben in dem Suchfeld zum Beispiel den Suchbegriff Pearl noch mit angeben, um die Suche noch weiter einzugrenzen. So, jetzt haben wir eine Liste aller interessanten Waffen, können uns jetzt rein theoretisch die Stats ansehen, die da drauf sind und uns dann für eine Waffe entscheiden. Wenn wir das getan haben, wählen wir die dann aus und klicken auf Total Base Items und wissen dann, was wir dem Hersteller schicken müssen, damit er uns die Waffe herstellen kann.